gewartet. Schau doch mal genau. Es könnte irgendwie versteckt sein. Doch! Schneid, Louis! George. So, los, vorwärts. Das ruft. Vollidiot! Du Blödmann, du Blödmann! Ich hab das alles nicht gewollt. Wo ist meine Festplatte? Timmy, danke. Wie konnte ich dich nur aus dem Haus jagen, hä? Heißt das, er... Ja, natürlich kann er bei uns bleiben. Cool, danke, Onkel Quentin. Ist es cool, Timmy, super. Timmy, komm, komm. Und nachdem diese jungen Helden die Bösewichte überwältigt hatten, gelang es ihnen in wahrlich letzter Sekunde, die Bombe zu entschärfen. Und somit haben sie auch mein Leben gerettet. Und deshalb möchte ich mich ganz persönlich bei euch bedanken. Und bitte Sie alle um einen kräftigen Applaus für unsere Helden. Sie können so stolz sein auf diese Kinder. Ja, sind wir auch. Und ihr. Es ist mir wirklich eine große Ehre, euch kennen zu dürfen und mit euch gemeinsam gearbeitet zu haben. Professor Kirin, jetzt kann Ihre Erfindung allen Menschen zugutekommen. Hoffentlich, ja. Ah ja, wegen dem Luftkissenboot. Brauchen Sie sich bitte keine Sorgen zu machen, die Kosten übernehmen wir. Danke, danke. Vielen Dank, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das Mindeste, was wir machen können. Luftkissenboot? Ja, ich erkläre. Glückwunsch, Kinder. Dann ist der Schaden ja nur noch halb so hoch. Also, ein Moment, oui. Ihre zerstörte Tierfilmerausrüstung. Das setzen wir natürlich auch. Und wir werden Ihnen auch einen Weg zeigen, wie Sie auf die Felseninsel kommen, um den Papageitaucher zu filmen. Ja, aber wie? Wir kennen eine Abkürzung. Echt? Wie cool ist das denn? Psst. Atto. Timmy! Ich habe noch eine kleine Frage. Aus Geheimhaltungsgründen werden eure richtigen Namen in meinem Bericht nicht erwähnt. Wie soll ich euch denn nennen? Die vier Freunde? Fünf! Wir sind die fünf Freunde. So, das Gefühl ist, es gibt Winkelauflauf und Bärlauf-Frikadellen. Oh nein! Alles selbst gemacht, bitte schön. Kommt, hau mir ab. Bist du schüchtern? Alle Info da. Fünf Freunde, das sind wir. Fünf Freunde, hey ho, hier kommen wir. Super!
mit dem Abenteuer. Wann geht es endlich los? Wir liegen auf der Lauer, das wird grandios. Räuber, Schnurker, Diebe, wir haben vor niemand Angst. Wo andere wegrennen, da fangen wir erst an. Kein Risiko ist uns zu groß.